So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Deponia 3, aka Goodbye Deponia. Und wir gehen mal zur Rezeption. Hat sich was geändert? Nö. Können wir mit dem Handtuch was machen? Können wir mit dem Handtuch hier irgendwie Was was? bekommt auch die heftigsten Probleme? Deine Mutter. Ja, deine Mutter. Für die Akku und Zeit für die. Okay. Tasche, 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 Tasche. Solche Taschen sind echte Profis. Ja, echte Profis, ne? Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett, offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Ja. Okay. Vielleicht. Ich überlege gerade, der Typ, der Seher, der hat doch jetzt Haare und wir haben ein verlaustes Kopfkissen-Gedöns. Kann dat? Kann dat? Kann dat? Kann dat? Kann dat? Und Fragezeichen. das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Ja, wir reden Kann noch ich mal mit nochmal ihm. stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Was treibst du da noch gleich? Ich mache mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du Ich siehst gut. finde, Ja. du siehst Ja. gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Okay. In das Zimmer des Seers. Können wir jetzt einen Mantel nehmen? Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, scha, huga, huga. Ja, das haben wir alles schon mal gehört. Nichts Neues. Mantel. Tja, was wollen wir denn Ich mit dem sollte Mantel? endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr. Kann ich es anziehen? So. Nee, kann ich nicht anziehen. Naja. Guckt das Gespenst jetzt wieder zu? Guckt er jetzt wieder oder? Gehen wir nochmal rein. Hat er jetzt was gemerkt? Nee, der duscht jetzt ein bisschen. Okay. Ja, passiert mir auch immer. Ich dusche auch immer viel zu lange eigentlich. Aber naja. Aber schön, dass wir so ein bisschen voran. Kommen. Hallo? Okay. Ist der hier draußen? Nee. Wo ist der denn hin? ETF? Laken. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Schlechtester Witz einfach. Ohne Scheiß. Okay. Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Offenbar eine antike Glyphen. Verstehen Sie? Gehen wir damit mal in die Wäscherei? Vielleicht, weil wir haben jetzt auch den Mantel des Sehers und vielleicht sind wir jetzt der Seher für die. Kann das? Oh. Oh. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquie?
mit den 6 Insignien. Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... was? Psst. Bekomme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Haus können wir nicht, nee, doch, ja, könnten wir. Ich habe so eine Ahnung, weil da sind ja immer diese Einnäher, wie er es gesagt hat. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Okay. Da wird direkt mal pff, geschleudert. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Boom, waka, waka, waka. Das Typ, ne, ist so cool. Okay. Jetzt haben wir noch den Kopfknirps in Bezug. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Okay. Was war das denn jetzt? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Okay. Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Kletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Reliquie? Okay, warte mal. Laken? Ja? Wähle die Reliquie. Was ist das? Kein Trockner, kein Bügeleisen. Was kann ich denn jetzt... Hier bin ich. Und ich muss hier hin. Was ist das? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Okay. Er scheint Spaß zu haben. Ich finde das gerade cool. Okay, das ist Kopfkissen. Die Reliquie. Ja, da muss ich ja einfach nur die Reliquie anklicken, oder wie? Blip. Schleuder. Hier kann man sich gleich mal die Waschsymbole einprägen. Wähle die Reliquie. Okay. Wähle die Reliquie. Ja, welche Reliquie? Stop. Okay. Habe ich es geschafft? Wo ist jetzt Kletus Anzug? Kletus Anzug ist hier. Das hier. Das hier. Das hier. Jetzt kommt Kletus Anzug weiter. Ja, jetzt sind wir aber trotzdem nicht weiter. Ein sauberer Künstler wie Rufus weiß, wie man im Wasch... Das fällt völlig weg. Können wir gleich überspringen eigentlich, nein. wie man im Waschsalon so richtig auf die Trommel haut.
Die Symbole auf dem Pflegehinweisschildern informieren zudem, in welcher Maschine die Kleidungsstücke Halt machen. Da sich zurzeit immer nur ein Wäschstück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig Mitglied des Kostüms aus der Wäscheausgabe. An der Wäscheausgabe landet so. Und das möglichst ohne ein Schleudertrauma davon zu tragen. Ja, wir müssen wieder rein. Das ist ja. Pff, ne? Tja, Rufus, da kannst du einen schleudern quasi. Nein. Moment. Wähle die Reliquie. Ja, ich muss doch erstmal wählen. Jetzt muss Cletus Anzug rein. Cletus Anzug ist dort. Ich finde das so cool. Okay. Wähle die Reliquie. Ja. Der macht hier halt. Warte mal. Das macht. Die machen alle überall gleich halt quasi. Okay, warte mal. Wähle die. Ja, dann müssen wir doch jetzt einfach nur. Wähle. Ja. Okay, dann geht das auch weiter. So, wir sind draußen. Okay, wir schaffen das. Also ich schaffe das jetzt persönlich nicht, sorry. Also ich muss das jetzt leider überspringen, das tut mir leid. Ja. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht, Kumbaya, mein Sohn. Schrott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Was? Nein! Aua. Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Cletus-Klamotten ergattert. Okay, wir haben es geschafft. Fragezeichen. Wir gehen mal zur Rezeption. Und hier ist immer noch alles beim selben, beim alten. Wenn wir jetzt hier dran klicken. Hallo, ist das. Warte mal, nee, wir müssen hier rein. Habe ich Cletus Klamotten. Er hat sich schon wieder angezogen. Und ich werde den Teufel. Hey, du redest nicht. Okay. Was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir machen erstmal einen Folgenstopp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da gucken wir dann, wie wir das hier, ne, so beenden. Okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Und tschüss.